Herzlich willkommen zu Shortcuts in 90 Sekunden. 1,5 Minuten Zeit, um Ihnen einige nützliche Tastaturkürzel vorzustellen. Mit den Shortcuts in Windows können Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Ihre Anwendungen zugreifen. Drücken Sie die Windows-Taste, um das Startmenü aufzurufen. Die Suche ermöglicht den schnellen Zugriff auf alle Anwendungen und Ihre zuletzt geöffneten Dokumente. Wollen Sie mehrere Fenster auf dem Bildschirm nebeneinander legen, drücken Sie die Windows-Taste und eine der Pfeiltasten. Wenn Sie viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet haben, verschaffen Sie sich mit Windows und Tab einen Überblick. Mit den Pfeiltasten können Sie einzelne Anwendungen anwählen. Brauchen Sie mehr Platz? In Windows 10 können Sie sich mit virtuellen Desktops zusätzliche getrennte Arbeitsbereiche einrichten. Windows Steuerung und D legt einen neuen virtuellen Desktop an. Wechseln Sie zwischen den Desktops mit Windows, Steuerung und den Pfeiltasten. Shortcuts sind auch nützliche Helfer in Ihren Office-Anwendungen. Markieren Sie alles mit Steuerung und A. Steuerung und C kopiert das Markierte. Wollen Sie Markiertes ausschneiden, drücken Sie Steuerung und X. Mit Steuerung und V fügen Sie es wieder ein. Haben Sie sich mal vertan? Kein Problem. Steuerung und Z macht die letzte Aktion rückgängig. Und wenn Sie fertig sind, speichern Sie mit Steuerung und S. Brauchen Sie eine kurze Pause? Windows und L sperrt Ihren Computer. Diese und weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Microsoft Educator Community.